Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir sind auf dem Weg zu der geheimnisvollen Unbekannten, um uns anzuhören, was sie zu sagen hat. Wenn wir nicht bald handeln, sind wir Wie nicht stark sie? Genug, um Meridian zurück. Das Essen ist von der Königswitwe Nassadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Eine Birne. Aha. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schattenkaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Aha. Die spricht stumm mit uns? Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Okay. Warum sollte er im Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Das ist nur eine Vermutung. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Ja, genau. Nascha, genau. Mhm. So, 3 tote Bäume. Da laufe ich ganz bestimmt nicht hin. Oh nein, nein, nein. Wieder diese aggressiven Tiere. Nein, 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 nein. Ich hab doch alles gemacht. Ich will doch nur jemandem helfen. Hallo. Oh, ich mach mal da. Tote Bäume. Sind noch mehr als 3. Tote Bäume. Bin ich hier richtig? Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Oh, warte, lass mich doch in Ruhe. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. So, wir sammeln schon noch Halt. Heute sind wir voll. Der Sonnenkönig, der Itamem, ist gerade vielleicht mal 6, 7 Jahre alt. Wir haben doch alle einen Knall. Der arme Junge. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Hoffentlich führe ich die Jäger nicht hier hin. Das arme Kind weiß gar nicht, was abgeht und die böse krank hier. Ohoho, nicht runterfallen. Toter Baum. Hey Leute, die Bergziege. Sieht aber cool aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich möchte einfach mal nur hier lang klettern. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthid? Essensreste. Ich wette, Uthid hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen.
Kein Problem. Jumpen wir den Berg runter. Und drinnen in die nächste Horde gefährlicher Maschinenwesen. Es ist mir hier schon wieder viel zu ruhig. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Ich hätte lieber Hasen gejagt. Maschinen kann man nicht so toll essen. Alles Nützliche wurde entfernt. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh nein, 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 nein. Oh, Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbaren. Ach nein. Warte mal. Kaputt machen. Kann ich hier einfach weiterlaufen? LED-Grau habe ich. Warum denn? Na? Das war ein bisschen verkalkuliert, du, Tippi. Schon. Ja. Ich sehe keinen. Weil die hinter mir sind. Bitte. Dummer Vogel. Dummer Vogel. Nicht noch. Sicher doch. Hallo? Ich komme nicht ran, ich kann mich nicht schnell genug drehen. Okay, zurück zu dir. Wohin ist er von hier aus gegangen? Keine Ahnung, da ist ein Wildschwein. Kleines Aufmerksamkeitsproblem, ich weiß. Alles Nützliche wurde entfernt. Ja, das hatten wir schon. Folge den Spuren. Und das konnte ich vorher nicht machen. Ich konnte vorher nicht die Spur markieren, um mir das anzugucken. Uthet hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Hab ich gesehen. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Ja, jetzt habe ich mir alles im Kampf schon eine Brücke. Sag mal, hat der das gebaut? Der hat Zeit gehabt bei seiner Flucht, oder? Hey, hey. Schlechter Schütze. Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden. Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Nette Stimme hat er. Jetzt müssen wir sowieso gleich gegen die 1000 an... Ich loot mal ganz kurz, gell, bevor ich mit dir quatsche. An die 1000 Verfolger hier besiegen. Nett hast du es dir hier gemacht. So, jetzt können wir quatschen. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was in Sonnenfall passiert ist.
Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthe, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon... Viel erlebt. Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten? Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja! Die Berge gehören uns! Kikuks Killern! Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig! Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Seht mal her, Junge! Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Das sah ein bisschen, wow, ein bisschen gecuttet aus. Als ob irgendwas übersprungen worden wäre. Das war jetzt ziemlich rausgerissen, finde ich jedenfalls. Ja, ich lasse mich hier gerade abknallen, nicht mehr. Na, komm schon. Nee, ich stehe gerne hier in der Schusslinie. Macht einfach Spaß. Gut, jetzt. Warum denn? Warum denn? Die Schlacht ist vorbei. Nein, ist sie nicht. Erst wenn der letzte Mann fällt. Bewegung! Verwirren wir sie! Mit was denn? Mit einer Rolle oder wie? Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln! Wir können sie noch erledigen! Bist du bereit zu sterben? Also mit diesem blöden Speer treffe ich nie was. Tut mir leid. Was soll denn das? Ich treffe einfach mit meinem Pfeil durch den durch. Geht's noch? Na los! Angriff fortsetzen! Es ist noch ein anderer Punkt unterwegs! Ja, geht. Jetzt komm schon. Ich will doch nicht ein ganzes Dorf abmetzeln. Sich nichts wie in dem Dorf. Leute, beruhigt euch doch mal. Ich will doch nur den Mann mitnehmen. Die wollten doch gerade gehen. Stell dich mir entgegen und stirb!
Wenn ihr noch ein bisschen gewartet hättet, dann wären wir gegangen. Das waren nicht die letzten. Komm mit. Ich habe oben noch Vorräte. Ich brauche keine Vorräte. Ich brauche Heilkräuter. Okay, wenn du Heilkräuter in deinen Vorräten hast, dann können wir drüber reden. Ein paar Kopfschüsse waren's. Aber das andere war mehr schlecht als recht. Ich wollte jetzt eigentlich gerade nur den Baum abmachen. Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. Heilkräuter. Kiste. Holz. Heilkräuter. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Der ist rausgekommen aus seinem Versteck? Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Oh, wird doch alle krank. Sorry, du kämpfst auf der falschen Seite. Hierher! Keine Munition? Ohne Witz. Oh, Sonne! Leucht auf uns herab! Wow! Vorsicht! Deckung! Schlag mir zurück! Vorsicht! Links! Ja, das andere links. Das! Ah, komm! Das ist ganz nah an dem vorbeigezischt. Selber kalt. Entschuldigung. Ich kann nicht von hier aus. Ich weiß nicht, warum ihr immer so viel Aggressionspotenzial habt. Wir sind am Arsch. Ja. Oh. Ach komm schon. Kann doch nicht wahr sein. Das schön. Na was? Oh, nein, ich wollte ihn gerade. Bleiben. Ja. In Bewegung bleiben. Also ich hätte große Lust, einfach da hoch zu rennen und alle kalt zu machen. Warum muss ich eigentlich immer warten, bis sie zu mir kommen? Ich springe jetzt rüber und mache alle fertig. Wie viele Männer habt ihr denn eigentlich? Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Natürlich.
Auf sie mit Gebrüll! Ich hätte vielleicht vorher looten sollen. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Die hat keine Chance gegen mich. Wenn ich die richtig treffe, bin ich echt gefährlich. Mal kurz auffüllen. Ein paar Heilkräuter unterwegs aufschnappen. Und dann Bahavas in den Hintern treten. Hoffentlich kriegen wir den. Ich möchte noch kurz vorher looten. Hier sind Scherben. Kann ich ihn hier einfach so rumliegen lassen? Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ich weiß nicht, was mir lieber ist, die Sonne oder das Eisding hier. Ich finde beides eigentlich sehr schön. Wir haben für hier die falschen darüber, dann haben wir ihn. Klamotten angezogen. Ich habe schon zu viel dabei. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Ich finde, es ist eigentlich ziemlich düster. Das war's mit meinem leisen Auftritt. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben. Ach Mann, no! Ich wollte nur die Waffe haben. Stört es Volk. Die Waffe. Oh, sie haben mich echt getötet und auf den Berg runtergeschmissen. Alter Falter. Gut, dann müssen wir uns mehr anstrengen? Einfach mehr anstrengen. Als ob der mich getroffen hätte! Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Was, wie stelle ich mich eigentlich an gerade? Geht's noch? Lass das wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Die kann doch gar nichts mit ihrem dummen Schwert. Das macht überhaupt keinen Schaden. Nein, ich wollte. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Ich nehme weiter diese Bomben. Dann mache ich einmal Check. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber die Kamera hat sich die richtig Sonne toll. Sinkt mit über deinem kläglichen Leben. Zack. Ne, ist ja knapp tot. Was willst du eigentlich? Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Guck mal hier, wo bist du? Deinem Sitz! So, war was? Komm mal hier. Ich will nicht mit ihm reden, ich will ihn umbringen. Ich bin gerade gestorben, die haben mich die Klippe runtergeschmissen. Und ich habe meine Heilkräuter verbraucht hier. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Und darf ich ihm nicht die Klippe runterschmeißen? Das finde ich jetzt gemein.
reden bringt doch bei dem nichts. Er kapiert's doch überhaupt nicht. Gut, wenn du reden willst, dann reden wir. Als ob der Priester stehen bleiben würde, bis wir uns da hochgeklettert hätten. Ich hätte die Beine in die Hand genommen. Ihr könnt ihm jetzt einfach in den Rücken stechen, als ob der keine Waffe hat. Unrealistisch. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemieden passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien. Und bräuchte deine Hilfe. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian. In Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Deswegen beschützt sie ihn. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste? Sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Immer was Positives in den Sachen sehen. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Okidoki. Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Die ist nett. Warum glaubst du, dass Awad mich aufnimmt, obwohl ich seinen Feinden diente? Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Nein. Das ist eine Grimasse. Ich setze mich noch einen Moment zu Bahavas. Der Tod steht ihm besser als seine Gewänder. Okay. Vergiss nicht,
Ja, ich muss irgendjemanden suchen. Aber ich muss ja auch nochmal die Hauptgeschichte hier weitermachen. Wir wollen ja alle wissen, was Zero Dawn ist. Danach kann ich das immer noch machen, oder? Und das hier muss ich auch noch machen. Okay. Also, als nächstes geht's dann hinab. Nervös beim Gedanken an Meridian? Ich war 20 Jahre lang Soldat. Ich werde nicht nervös. Nicht mal in Gegenwart hübscher Damen? Dieser Frage würdige ich keine Antwort. Ich mag ihn. Okay, über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Nora sagte, du hilfst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann vor diesem komischen Tempelding da unten wieder. Ich sage bis dahin und ciao.